Austria-Lustenau Präsident Hubert Nagel, Helgi Kolwitzson ist ab sofort nicht mehr Trainer der Mannschaft. Eine Galgenfrist gab es schon seit Wochen. Wieso jetzt erst der Schnitt? Ja gut, weil ich bis zuletzt gehofft habe, dass wir mit dem Trainer die Saison fertig spielen können. Aber leider haben die Ergebnisse einfach nicht gepasst und jetzt war ich einfach zum Handeln gezwungen. Sie haben ja immer gesagt, Helgi kommt gut an beim Verein und bei den Fans. Man könne ihn in der sportlichen Abteilung oder sonst wo weiterarbeiten lassen. Wie sieht das jetzt nach der Entlassung aus? Ja gut, jetzt werden wir schauen. Der Helge hat jetzt einmal gesagt, er hätte gerne ein bisschen Bedenkzeit übers Wochenende. Ich selber fliege nach Moldawien zum Länderspiel. Von daher werden wir uns am Montag wieder treffen und dann schauen wir, ob es eine gemeinsame Möglichkeit gibt oder eben nicht. Wer wird jetzt Kolwitzsons Nachfolger? Ja, der Mladen Posavec ist unser bisheriger Amateurtrainer, übernimmt ab sofort die Profis. Was erwarten Sie sich noch jetzt von der Saison, die, ja, man kann sagen, verkorkst ist? Was hat der neue Trainer für ein Ziel bekommen? Er soll einfach die Mannschaft einmal von den hinteren Rängen wieder wegbekommen. Nach ganz vorne haben wir die Hoffnung mehr oder weniger schon aufgegeben. Aber zuerst gilt es einmal hinten weg und dann kann man sich neue, höhere Ziele setzen. Wird es auch personelle Veränderungen in der Mannschaft geben oder vertrauen Sie auf den Kader, den man jetzt hat? Ja gut, mitten unter der Meisterschaft ist es ja gar nicht möglich von den ganzen Bestimmungen her. Die ersten Veränderungen können es frühestens im Winter geben und jetzt schauen wir mal, wie die Mannschaft bis dahin auftritt. Aber angedacht für den Winter sind jetzt keine Veränderungen? Jetzt muss einmal der Trainer die Mannschaft kennenlernen und dann wird er mir sagen, wo er glaubt, dass vielleicht Bedarf wäre. Und dann muss man schauen, ob es überhaupt möglich ist. Es sind da immer auch die Finanzen zu berücksichtigen.